Am 1. Januar 2019 lief die letzte Folge von Das Traumschiff mit Sascha Hinn als Kapitän Viktor Bürger. Der 64-Jährige warf den Produzenten vor, dass der Charme der Sendung verloren gegangen sei und kündigte schließlich. Die Nachfolge war einige Zeit ungeklärt, bis jetzt. Im Magazin Gala erklärt eine ZDF-Sprecherin, in der Sonderfolge, die an Ostern ausgestrahlt wird, vertritt der erste Offizier Martin Grimm, gespielt von Daniel Morgenroth, den Kapitän der Messing Amadea. Vorübergehende Lösung. Es ist somit nur eine vorübergehende Lösung. Auch das bestätigt die Sprecherin und erklärt weiter, die Besetzung für die regulären Traumschiff-Folgen. Die ab April gedreht werden, gibt das ZDF rechtzeitig bekannt. Ein langfristiger Nachfolger ist somit offenbar immer noch nicht gefunden. Sascha Hinn war seit 2014 Kapitän in der Serie. Er trat die Nachfolge des sehr beliebten und mittlerweile verstorbenen Schauspielers Siegfried Rauch an. Daniel Morgenroth dürfte den Zuschauern jedoch aus anderen Rollen bekannt vorkommen. So wirkte er an zahlreichen Serienproduktionen wie der Rick, Für alle Fälle Stefanie, Rosamunde Pilcher und Unsere Farm in Irland mit.